Hi und herzlich willkommen bei Exponder Gastro Experts. Heute sprechen wir, wie man einen Foodtruck aufbaut, von Grund auf. Mein Name ist Michał Drowski, schaut rein. Okay. Wie immer am Anfang wollte ich mal kurz erwähnen, das Programm wird live ausgestrahlt, also stellt bitte Fragen auf unseren Live-Chat. Je mehr da reinkommt, desto besser behandeln wir das Thema. Und das Thema heute, wie gesagt, ist, wie man einen Foodtruck aufbaut. Und mein und euer Gast ist Marvin Simon. Hi Marvin. Grüß dich. Der Inhaber, Chefkoch und Kellner. Und Kellner von Nims Mädchen. Genau. Okay. Dann sollen wir mal schon anfangen. Wie hat es bei dir angefangen? Also wieso Gastronomie und wieso ein Foodtruck? Das Ganze fing 2013 an. Da hat meine Frau damals einen Kartoffelauflauf machen wollen zu Hause. Also es fing mit einem Zufall an, tatsächlich. Und der Ofen war kaputt. Sie hatte aber schon alles vorbereitet, Kartoffeln geschält und dazu schon ein bisschen Gemüse gemacht und hat gesagt, was meinen jetzt? Und dann hat sie auf der Anrichte gesehen, dass vom Vortag da stand noch das Waffeleisen. Und dann hat sie sich überlegt, okay, let's try. Hat es ausprobiert, hat die ganze Masse genommen und hat den Kartoffelauflauf ins Waffeleisen gekippt. Und dann kam ich abends von der Arbeit nach Hause, die war nicht da und ich sah da auf dem Teller, da lagen noch so ein paar kalte Kartoffelwaffeln. Mhm. Und ich hatte das vorher auch noch nicht gesehen, wusste nicht, was sie da gemacht hat. Hab das so genommen und hab gesehen, ist ja interessant, Waffelform, aber aus Kartoffeln mit Erbsen und Brokkoli und Paprikasamen da drin, hab reingebissen und war so, wow, super lecker. Mhm. Interessanter Geschmack, sah super aus. Und dann habe ich nächsten Morgen ein paar Waffeln eingepackt, bin mit denen auch auf die Arbeit gegangen, habe den Leuten gegeben, hier hat meine Frau gestern gemacht, was verhaltet ihr davon? Irgendwie fand ich es witzig. Die haben es probiert, meinten auch, super lecker. Mhm. Und also meistens sind die guten Sachen durch Zufall ausgefunden. Genau, so war es in unserem Fall auf jeden Fall. Das war 2013, ne? Genau. Und dann hat sie mir gesagt, habe ich zu ihr gesagt, finde ich super die Idee, ich behalte das mal im Hinterkopf. Mhm. Und habe mich dann mit einem damals auch befreundeten Koch mit einem Catering-Unternehmen, der das damals schon hatte, zusammengesetzt und habe ihm das gesagt, was hier passiert ist mit den Waffeln. Und er so, oh, super Idee. Und da fing das gerade an mit dem Streetfood, mit den Foodtrucks in Deutschland. Und war so ab dem Punkt, wie glaube ich auch viele andere Foodtrucker, wir sind fast alle Quereinsteiger, keine Lust mehr richtig auf meinen alten Job. Oder habe gesagt, okay, ich muss was Neues machen, muss mich motivieren, muss mich pushen. Und habe gesehen, okay, das ist eine Richtung, davon verstehe ich gar nichts, aber ich habe Bock. So, ich will mich reinlesen, ich will mich in diese Materie reinknien und möchte da einfach weiterkommen. So, und habe mich mit ihm zusammengesetzt und wir haben dieses Waffelrezept quasi weitergearbeitet, weiter ausgearbeitet. Und am Ende hatten wir mit Freunden ein paar Testessen, hatten wir tatsächlich unser erstes Waffel. Also ihr verkauft hauptsächlich Waffen, ja? Genau, damit haben wir angefangen, 2014 haben wir angefangen. Das Angebot wurde erweitert? Genau, das haben wir dann nach und nach erweitert. Im Sommer kamen noch Salate dazu, im Winter haben wir auch Suppen dabei. Okay. Weil wir immer auch gemerkt haben, dass das Angebot dadurch sich ergänzt. So, die Kartoffelwaffe kann man auch super zum Dippen nehmen, um in Suppen reinzudippen. Und mittlerweile haben wir halt eine Produktpalette von 16 verschiedenen Waffeln. Am meisten sind herzhaft, dann haben wir auch Süße natürlich. Und die ganz klassischen Süßen haben wir auch im Repertoire. Da ist schon eine Frage von Kevin reingekommen. Die wollen wir auch gleich beantworten. Welche ist deine Lieblingswaffel? Meine Lieblingswaffel, Kevin, das ist tatsächlich, wir haben vor einem Jahr haben wir die Brownie-Waffel rausgebracht oder vor anderthalb Jahren in Berlin und sind auch damit sehr erfolgreich. Das ist wirklich unser Bestseller und die finde ich einfach top, weil das ist, macht neugierig. Die Leute wissen, was eine Waffel ist, sie wissen, was ein Brownie ist und wir haben es quasi fusioniert und ja, kommt super an. Das ist am besten mit Vanillesoße tatsächlich und Puderzucker. Ja, fantastisch, klingt wirklich gut. Meine Frage, seid ihr mobil oder habt ihr einen festen Standort? Also mittlerweile sind wir tatsächlich jetzt, wir sind jetzt ja im fünften Jahr, sind wir nur noch mobil unterwegs, so keine festen Standorte mehr, damit haben wir angefangen und das würde ich auch jedem Foodtrucker raten, fangt an mit festen Standorten, sucht euch Wochenmärkte aus oder sucht euch feste Locations aus, wo ihr euer Produkt testen könnt, wo ihr gucken könnt, was funktioniert und was noch wichtiger ist, was funktioniert nicht.
dass du darüber eine Idee bekommst, in welche Richtung muss ich das ganze gesamte Konzept weiterentwickeln oder nur das Produkt, wie ist dein Auftritt vor Kunden, all das ist ein super Feedback, was du bekommst, wenn du erstmal einen festen Standort hast, wo du siehst, kommen immer mehr Leute oder werden die Leute weniger. Mhm. So. Ja, ja. Da muss man reagieren. Muss man reagieren. Da wollte ich mal fragen, an einem Tag, damit wir eine Übersicht haben, wie viele Produkte kannst du an einem Tag verkaufen? Wir fahren, wenn wir auf einen Streetfood-Markt fahren, sind wir meistens mit so 4 bis 5 Produkten dabei, weil wir da auch immer im Hinterkopf haben müssen, wir können nicht zu viel dabei haben, weil wir müssen auch auf einen Umsatz in einer Stunde kommen, dass sich das Ganze rentiert. Mhm. So, das heißt, auf Streetfood-Märkten aus meiner Erfahrung, wo sehr viele Leute hinkommen und wo nicht so viele Trucks sind, wirst du irgendwann eine Schlange haben und dann musst du auf diese Schlange reagieren, dass die Leute eine Stunde sind. Das muss schnell gehen. Genau. Denn es gibt ja nichts Schlimmeres, als zu sehen, dass die Kunden aus der Schlange weggehen. Das ist das Worst Case. Zu der Konkurrenz. Ja. Okay, wo wir schon dabei sind, wie viel kannst du pro Stunde verkaufen? Denn das war eine ziemlich große Zahl. Ja, wir haben Maximum Output, das haben wir mal tatsächlich gemessen, aber das haben wir auch eigentlich nur zweimal im Jahr, wo wir an diese Summe rankommen. Das ist zwischen 140 und 180 Portionen die Stunde. Das ist ziemlich viel. Und wie groß ist die Besatzung denn? Da sind wir zu dritt. So, einer kümmert sich nur ums Kassieren, der andere kümmert sich nur um die Waffeln. Und der andere kümmert sich nur ums Belegen und rausschicken. Und rausschicken, dann geht es wirklich schnell. Genau, weil wir haben halt auch viele Waffeleisen im Einsatz. Und dann haben wir ein Rotationsprinzip. Und wenn dann die Schlange nicht abreißt, dann warten die Leute auch wirklich nicht länger als 15 Minuten. Okay, na, jetzt ganz technisch. Wo kann man seinen coolen Truck bekommen? Denn ich weiß ja, du hast einen Citroën HY, ja? Genau. Den Truck haben wir tatsächlich in Carcassonne gefunden, in Südfrankreich. Und das war auch mehr, also bei uns war es nicht nur Zufall, wir haben einfach auch wirklich genau danach gesucht, aber hatten dann den entscheidenden Tipp von einem befreundeten Mechaniker. Entschuldigung, Frosch im Hals. Ja, kenne ich manchmal auch. Und der hat mir da den Tipp gegeben, wenn du dir so einen Foodtruck besuchst, schnapp ihn dir in Frankreich, weil da sind die Citroëns auf jeden Fall, wenn du sie in Südfrankreich sogar bekommst, in einer besseren Verfassung, als wenn du ihn dir aus England oder aus Deutschland holst, wegen dem Rost. So, oder wegen dem Wetter, ja, Rost. Genau, und wenn du dann noch in England irgendwie nah an der Küste einen findest, mit dem Salz, sei vorsichtig. Genau, und dann haben wir über eBay tatsächlich Kontakt zu einem Händler gefunden, der uns einen 2014 dann auch nach Deutschland geschickt hat. Ja, fantastisch. Fast fantastisch, ja. Sieht wirklich gut aus. Und in welchem Zustand war der Truck, als du ihn gekauft hast? Der war technisch in keinem sehr guten Zustand, das wusste ich aber auch. Da mussten wir noch sehr viel Zeit und auch leider sehr viel Geld noch investieren, um die Technik zu restaurieren. Der Truck war vorher ein Bäckereifahrzeug. Der ist als Bäckereifahrzeug von Stadt zu Stadt getingelt in Südfrankreich und hatte schon eine Verkaufsklappe drin, aber ansonsten war er nackt innen drin. Er war alles draußen. Wie lange hat es gedauert, um den umzubauen? Mit den reinen Einbauten, das haben wir auch im Winter gemacht. So, da haben wir, glaube ich, den Truck haben wir im Oktober bekommen. Und dann haben wir uns gleich rangemacht. Das war aber auch alles mit Familie und Freunden zusammen gestrichen und die Sachen selbst zusammengesägt, damit die Kosten halt am Anfang natürlich gering bleiben und im überschaubaren Maße explodieren. Haben wir knapp 3 bis 3,5 Monate gebraucht, um den auszubauen. Und das habt ihr ganz alleine gemacht oder habt ihr einen Profi mit einem? Nee, ab einem gewissen Punkt haben wir dann auch selber gemerkt, wo es darum ging, Edelstahltische umzukanten und zu verbiegen, weil die in bestimmte Ecken nicht reinpassten, haben wir auch einen Profi kontaktiert. Verstehe. Und das ist eines der meistgestellten Fragen, wie viel hat es gekostet? Mit dem Ganzen? Mit dem Ganzen, summa summarum, waren es damals, glaube ich, ca. 20.000, zwischen 18.000 und 20.000. Und eine Frage von Kevin. Moment. Und zwar, was für Geräte benötigst du denn für deinen Waffelfood-Truck? Also indoor, in dem Truck selbst, haben wir die Waffeleisen. So, das ist einfach so das Wichtigste, wo wir am Anfang auch gesagt haben, okay, da dürfen wir keinen Billig-Scheiß kaufen. Sondern das muss funktionieren. Das kann mir nicht auf meinem ersten Event irgendwie kaputt gehen, nur weil da 10 Leute in der Schlange stehen. Das muss lange halten.
Und damit fahren wir heute auch immer noch mit den Waffeleisen. Die halten seit 3-4 Jahren. Die haben echt eine super Qualität. Mhm. Und dann haben wir Kühlschränke natürlich drin, um die Waren zu kühlen im Sommer, ganz wichtig, um die Kühlkette einzuhalten. Und dann haben wir mobile Herdplatten für die Suppen zum Beispiel, mhm, oder um auch verschiedene Toppings warm zu halten und genau, dort ein bisschen zu kochen. Weil das meiste, was wir tatsächlich produzieren, wird nicht vor Ort produziert, weil dafür ist der Truck einfach zu klein oder ja, nicht genau dafür gedacht. So. Ist kein Freightliner, ist halt kein riesiger Amerikaner, ja, genau, sondern ist halt ein kleiner Swan. Und deshalb haben wir uns von Anfang an dafür entschieden, wir brauchen eine Produktionsküche, mhm, was uns auch wiederum dazu gebracht hat, dass wir einfach kaum Stress haben, dann wenn eine Kontrolle kommt mit einem Gesundheitsamt oder so, mhm, weil wir halt sagen können, nein, wir haben hier eine feste Adresse, wo wir das alles produzieren. Verstehe. Wir haben eine weitere Frage von Kevin, die antworten wir aber etwas später, denn was du gesagt hast, bringt mich zu meiner weiteren Frage über die Vorschriften, also Gesundheitsamt und so weiter. Der Futter ist wirklich klein. Was muss man da beachten? Na, das Wesentlichste, was du beachten musst, ist einfach beim Einbau und mit den, dass du die ganzen Vorschriften einhältst von der vom Gesundheitsamt. Mhm. Dass du ein Spülbecken hast, dass du ein Handwaschbecken hast und noch am besten sogar drei Waschbecken schreiben sie vor. Eins für die Hände, eins fürs Geschirr und eins für die Zutaten. Dass du heißes Wasser hast, dass der Boden rutschfest ist. Mhm. Und da gibt es aber auch eine Checkliste im Internet, die kann man sich runterladen für den Foodtruck. Und die muss man einfach abarbeiten. Mhm. So, wenn man die abarbeitet und am Ende sogar noch den Kontrolleur einlädt, dass er sich den Foodtruck anguckt, weil jeder Bezirk oder jede Stadt hat einen Lebensmittelkontrolleur, der für dich, mhm, zuständig ist. Wenn du den einlädst, das war auch in unserem Fall so, und ihm zeigst, hier, das haben wir gebaut, wo sind die Mängel? Mhm. Du musst auch gleich damit sagen, okay, Sie können uns auch erstmal ehrlich sein und sagen, was haben wir falsch gemacht, wo können wir was verbessern, dann bist du auf der sicheren Seite. Weil der sagt, mhm, dir dann, okay, der Wagen ist abgenommen und wenn du, mhm, woanders hinfährst mit dem Auto, andere Stadt, anderen Bezirk und dann kommt jemand von einem anderen Amt und kontrolliert dich, dann kannst du schon mal sagen, hier, wurde abgenommen, akzeptiert. So, wenn sie jetzt noch irgendwelche Krümel finden, dann ist was anderes, aber vom Baulichen geht es erstmal darum, dass du das einhältst. Und dann brauchst du auf jeden Fall natürlich eine Betriebshaftpflichtversicherung, die ist, mhm, auch wichtig, weil du hast ja mit Kunden zu tun und wenn dir jetzt irgendwie was runterfällt oder wenn irgendwas passiert an deinem Auto, dass du abgesichert bist. Mhm. Und zu IHK musst du gehen, du brauchst halt eine Gesundheitsschulung auf jeden, okay, Fall. Von HA. Wie hast du das eben genannt? Das HACCP, sag ich mal. HACCP, ja, HACCP. Genau. Das musst du auf jeden Fall machen, klar, und brauchst eine rote Karte. Du musst wissen, dass du nicht krank, mhm, servieren darfst und so. Also eigentlich alles das, was man mit dem gesunden Menschenverstand schon weiß, brauchst du aber auch nochmal in Papierform. Verstehe. Okay, Hotspots. Da ihr mobil seid, wie sucht man den richtigen Standort für den Foodtruck? Das ist glaube ich, die Frage, die sich jeder Foodtrucker immer wieder stellen muss, wie finde ich neue Spots, wie kann ich den alten Spot aufrechterhalten, am, mhm, Laufen lassen. Und dafür gibt es keine gängige Antwort. Das, was wir jetzt gelernt haben in den letzten 5 Jahren, das Wichtigste ist tatsächlich auch das Netzwerk. Mhm. Das, was man sich aufbauen muss mit anderen Foodtruckern, mit anderen Gastronomen, mit anderen Catering-Unternehmen. Die müssen erstmal wissen, dass du existierst. Mhm. So, weil wenn du deinen Foodtruck hast, weiß ja erstmal noch keiner, dass es dich gibt. So. Ja, genau. So, das ist ja das bringt ja nichts, wenn du mit deinem Foodtruck einfach die ganze Zeit durch Berlin im Kreis fährst. Dadurch werden die Leute auch nicht so schnell aufmerksam auf dich. Mhm. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass du dich vernetzt. Da ist natürlich Social Media am Anfang super wichtig. Mhm. Das heißt, es gibt Facebook-Gruppen, die von Foodtruckern betrieben werden, wo du anklopfst und sagst, hallo, ich habe jetzt auch einen und mach das und das. Und dort werden Events geteilt, dort werden Erfahrungen geteilt, die ganz viel Geld sparen. Mhm, oder ja, auch, genau. Wenn du auf bestimmte Events gehst oder von bestimmten Events hörst, wo du nicht hingehen solltest oder wo du hingehen solltest. So. Und dann ist es, glaube ich, also für uns war es wahnsinnig wichtig am Anfang, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, wenn du auf den Wochenmarkt gehst oder an einen festen Spot dir suchst, es kann ja auch im Gewerbegebiet sein, mhm, wo du eine Firma anschreibst und sagst, hier, ich habe eine Idee für einen Mittagstisch. Lass uns das mal ausprobieren, ob das funktioniert. Und du dann dort regelmäßig hinkommst. Und daraus kann ja auch wieder was Neues entstehen. Daraus können Caterings entstehen, mhm, wo dich die Firma privat vielleicht bucht oder eine andere Firma kommt auf dich zu. Und dann geht es am Ende darum,
dass du lernst, auszusuchen. Du musst die guten von den schlechten Angeboten einfach irgendwann rausfinden, zu entscheiden. Wo gehst du hin, wo gehst du nicht hin? Weil die meisten Aufträge, die wir bekommen, sind halt am Wochenende. Und da haben wir viele Anfragen und da müssen wir uns aber entscheiden, welche Anfrage nehmen wir an und welche nicht. Verstehe. Und du hast mir was auch wirklich Interessantes gesagt. Es können auch zusätzliche Gebühren auftreten, wenn du rumfährst. Du hast Potsdam erwähnt, zum Beispiel. Genau, also das, um dein Geschäft zu betreiben, brauchst du eine Reisegewerbekarte. So, das ist, braucht jeder Foodtrucker, der seinen Foodtruck betreiben möchte, braucht eine Reisegewerbekarte, die musst du beim Gewerbeamt anmelden. Und dann bist du fahrendes Gewerbe, es ist so ein bisschen wie als Schausteller auf der Kirmes. Die fahren ja auch von Stadt zu Stadt, bauen dort ihre Buden auf. Und dasselbe machst du mit deinem Foodtruck. Du fährst von Ort zu Ort. Und es können natürlich, das ist von Gemeinde zu Gemeinde unabhängig, können noch extra Gebühren entstehen. Zum Beispiel hatten wir in Potsdam ein Event, wo uns die Stadt Potsdam angeschrieben hat, hey, ihr seid aus Berlin, wollt bei uns was verkaufen. Dafür, dass ihr 2 Tage dort verkauft, werden nochmal 30, 40 Euro an Gebühr fällig. Aber es sind nicht keine großen Kosten. Es ist unterschiedlich. Also ich weiß jetzt nicht, wie es im Süden von Deutschland aussieht. In der Regel ist es, sind die Kosten, weil es dort aber auch die Gebühr deshalb entstanden ist, weil wir auf öffentlichem Parkland, wir standen in einem großen Park, verkauft haben. So. Okay, das bringt mich zu der Frage von Kevin. Und das ist eigentlich etwas, was jeder Foodtrucker oder jeder Gastronom auch wissen möchte, nachdem du gesagt hast, also okay, 3 Leute in dem Foodtruck angestellt, Gebühren für den Standort. Wenn es ein Privatgrundstück ist, normalerweise muss man auch dem Grundbesitzer auch was zuzahlen, oder nicht? Wenn das so in der Vereinbarung ist, außer der Grund, oder du handelst mit ihm aus, dass er Essen umsonst bekommt. Das ja, genau, auch. Also das sind aber halt auch Kosten. Okay, wir haben für das Produkt bezahlt, also für die Ware in dem Foodtruck, für die Produktionsküche. Da kommt die Frage von Kevin, lohnt es sich, ein Imbisswagen-Business zu eröffnen? Auf jeden Fall, glaube ich, das ist einfach nach wie vor ein Markt, auf dem sehr viel Potenzial ist. Was wir jetzt aber in den letzten 5 Jahren auch mitbekommen haben, lohnt es sich, du musst ein spezielles Produkt haben. Also ich glaube, es bringt jetzt nichts, den nächsten Burger Truck mit Pommes anzubieten. Ja genau, davon gibt es viele. Davon gibt es einfach mittlerweile schon zu viele und sehr gute auch schon. Du brauchst ein spezielles Produkt, am besten sogar noch aus einem anderen Land. So, das macht die Leute sehr neugierig. Und das Wichtigste an diesem Produkt ist einfach, dass du es auch schnell zubereiten kannst. Ja, genau, die Schnelligkeit der Zubereitung. Das ist das A und O am Ende, ob du in eine Gewinnzone kommst, die es tragbar macht. So. Und da gibt es jetzt keinen richtigen Wert, den man anpassen kann, aber ich glaube, es ist so was zwischen 2 und 3 Minuten maximal darf ein Gericht brauchen in der Zeit. Ja. Ich habe eine weitere Frage von Kevin. Was gefällt dir am meisten als Foodtruck-Inhaber? Also wieso hast du dich dafür entschieden? Das habe ich eigentlich schon im zweiten Jahr gemerkt. Das Schönste an der ganzen Geschichte ist, dass wenn es läuft, kannst du halt bestimmen, wann du arbeitest und wann nicht. So, und es ist auch für mich ein Saisongeschäft. So, ich arbeite meistens von März bis Ende September, Mitte Oktober. Und mache jetzt im Winter, jetzt haben wir jetzt in diesem Winter zum ersten Mal 3 kleine Weihnachtsmärkte mit dem Repertoire, die ich sonst nicht so gerne mache. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht gerne in der Kälte stehe und arbeiten möchte so draußen. Und der Truck einfach auch für bestimmte Minusgrade nicht gemacht ist. Also dafür ist es ein Oldtimer. Und er kommt aus Frankreich. Keine Klimaanlage. Ist keine Klimaanlage drin, sind auch keine Heizstreben im Boden verbaut. Es ist halt ein französisches Auto. Also reichen die 4 Waffeleisen nicht aus, um die Temperatur zu erhöhen? Kurzfristig. Wenn sie aufgehen, aber wenn sie zu sind, dann ist es schon wieder ein bisschen kühler. Okay, dann noch eine letzte Frage von mir. Aus deiner eigenen Erfahrung, denn du bist ja schon einige Jahre mit deinem Vortrag tätig. Was muss man eigentlich vermeiden, was du als neuer Foodtruck-Besitzer vermeiden würdest? Was ist dein Rat?
Da gibt es viele Punkte, weil ich habe dadurch, dass ich alles am Anfang, was ich ganz am Anfang des Gesprächs gesagt habe, ich hatte Lust drauf, weil ich davon noch nichts wusste. So, ich habe mir natürlich von Experten Ratschläge geholt und Meinungen geholt, aber trotzdem bestimmte Fehler gemacht, die vermeidbar gewesen wären. Zum Beispiel zu billiges Equipment. So, wenn du einfach zu billiges Equipment kaufst, was einfach nur eine Haltbarkeitsdauer von 1,5 Jahren hat, musst du dich danach wieder entweder um die Reparatur kümmern oder um neues Equipment kümmern. Und da zahlt man zweimal drauf. Zahlst du zweimal drauf. Das ist halt das Problem. Ne? Das ist, was man am Anfang denkt, ach, das ist ja günstig, aber du hast am Ende wiederum mehr Ärger. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Faktor, der immer wieder dazu führt, warum Leute oder warum ich am Anfang gesagt habe, okay, das macht überhaupt keinen Sinn, da viel Geld auszugeben, was ich auf jeden Fall jetzt anders machen würde und mittlerweile auch schon anders mache, wo wir einfach mehr Umsatz gemacht haben in den letzten Jahren. Und die zweite Sache ist, wo du dich ganz klar entscheiden musst, willst du einen Food Truck oder willst du einen Food Trailer? So, das sind auch grundsatzverschiedene Ansätze, wo ich heute auch mit der Erfahrung, die ich habe aus den letzten 5 Jahren, auch gewisse Vorzüge in einem Food Trailer sehe. So, weil du bist noch mobiler, du brauchst quasi nur das Auto, was den Trailer zieht, aber wenn mein Food Truck eine Panne hat, fällt er aus. So, dann kann ich ihn nicht einfach mal ziehen, dann muss ich ihn abschleppen lassen, ich habe höhere Kfz-Kosten, Reparaturkosten, die habe ich bei einem Anhänger nicht. So, also das muss man so immer im Vergleich sehen, was hat man damit vor und was sind die Vorzüge für den. Fährst du lieber mit dem Truck an einen Ort, machst da die Klappe hoch und fährst am selben Tag wieder zurück, oder hast du ein Event, was über 3-4 Tage geht, dann ist halt ein Trailer viel einfacher, weil dann hast du auch mal ein Auto, mit dem du wieder Sachen anliefern kannst. Genau, das wollte ich mal sagen, also Nachschubmöglichkeiten. Genau, so, und das hast du mit einem Foodtruck halt nicht, da brauchst du auch wieder ein extra Auto oder einen Lieferwagen. Um den Spot zu verlassen, lohnt es sich nicht. Nee. Genau. Okay, das waren alle meine Fragen. Ich gebe noch den Zuschauern eine Sekunde, falls was einfällt. Wenn nicht, falls was einfallen sollte nachher, schreibt uns bitte an die untere E-Mail-Adresse. Ich bedanke mich sehr fürs Anschauen. Ich bedanke mich bei meinem Gast. Vielen Dank, Marvin. Vielen Dank, Micha. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal. Bis dann.